Jetzt sind wir hier auf dem Stream. Guten Tag. Guten Tag hier. Bei dieser brütenden Hitze. Ja, schon gut, ne? Was haben wir denn heute? Mupp Cup. Und wir sind nicht zu zweit. Nein. Ne, wir haben noch einen dritten im Bunde. Ja. Und zwar den Overrun. Den Servus seht ihr zwar. Hallo. Nicht. Ja, der Servus und Hallo. Der ist mir so sympathisch. Einer der wenigen, die einfach Servus sagen können. Und das klingt auch noch bayerisch. Ja. Oh je. Obwohl ich eigentlich ein geborener Preuße bin, gell? Oi. Das darfst du aber nicht laut sagen. Oh, können wir das rausschneiden? Habt den Stream schon an? Ach, deswegen wurde man gerade davor gewarnt, mit ihm in einen Stream-Channel zu gehen. Ja, also wer die NBL-Cups verfolgt hat, der kennt ja das Team Mob schon. Die Most Useless Players. Mhm. Sind ja da... Ja, ich sag mal so, haben ja damals unseren Cup gesprengt, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Ja. Haben uns ja ganz schön in Schwitzen gebracht. Und trifft man auch immer wieder bei den Cups. Ein ziemlich cooler Haufen. Und heute haben wir uns dazu mal entschlossen, casten wir deren dritten Mob Cup. Ja, vielleicht. Genau. Vielen Dank auch. Also wirklich ganz offiziell, ich habe es mal im Blizzard Forum und im MyStarCraft Forum geschrieben, dass ich mich da echt drüber freue, wie ein kleiner Schneekönig. Und wirklich jetzt auch nochmal ganz großes Danke, dass wir da die Möglichkeit haben, als kleiner Clan, ja, dass ihr das professionell übernehmt und ja, uns einfach dabei unterstützt. Also wirklich ganz, ganz cool. Tolle Sache. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Er hat professionell gesagt. Ja, vielleicht magst du mal ein bisschen was über den Cup erzählen. Wir sind ja dann nur die Caster, haben da jetzt halt relativ wenig bis jetzt mitgekriegt von euren Cups, außer die offiziellen Infos. Was geht's denn genau da so? Worum es geht, ist eigentlich nur um eins, um dass wir Spaß haben. Also gemütlich am Sonntagnachmittag bei einer Tasse Bier den Till gegenseitig austesten, aber nicht verbittert, sondern einfach wirklich unter Kumpels, teilweise unter Bekannten, unter unbekannten Mitspielern, auf den derzeitigen Ladder Maps, wie ich auch geschrieben hatte. Wir haben uns seit dem letzten Cup dazu entschieden, dass wir für alle Ligen offen machen und diese Besonderheit mit dem Handicap haben. Sprich, es kann dann durchaus passieren, dass ein Bronzespieler gegen einen Masterspieler spielen muss. Damit der Bronzespieler nicht gleich von vornherein sagt, das brauche ich gar nicht versuchen, müsste der Masterspieler ein Handicap einstellen. Von Bronze nach Master, glaube ich, wäre es sogar, dass der Master auf 50% spielen müsste. Also das Handicap bedeutet ja, dass derjenige, der das einstellt, nur 50% der Lebensenergie hat. Er macht den gleich vielen Schaden, aber er hat weniger Lebensenergie. Und dadurch haben wir gedacht, machen wir es vielleicht für den niedrigeren Ligisten nochmal etwas interessanter, dass der nicht gleich das Handtuch werfen muss. Denn wir haben hier einige Masterspieler dabei und dass trotzdem die Bronze, Silber, Gold, Platin-Spieler sagen, hey cool, das lohnt sich vielleicht trotzdem, ich habe eine Chance, einfach durch dieses Handicap. Das ist vielleicht so die Besonderheit, die wir uns bei diesem Cup ausgesucht haben. Ja, das war anfangs bei uns ja auch so ein kleines Problem, weshalb wir uns dann zu dem Lower- und dem Bigger-Cup ja dann durchgerungen hatten. Da es ja auch schon vorgekommen ist, ein Bronze-Spieler gegen den Master, der hat dann kurz gelacht, das Spiel hat 5 Minuten gedauert und das war's dann. Ja, Handicap ist eine schöne Sache. Ja. Bin ich mal echt gespannt, wie das dann da so heute abläuft. Vielleicht kriegen wir ja nochmal so ein Beispiel. Ja, wir haben es gerade nochmal probiert, weil natürlich dann auch zu gerechtfertigt hat ja vielleicht der ein oder andere Master oder Dia-Spieler gesagt, ja toll, der braucht mich ja nur Worker raschen, dann bin ich ja weg vom Fenster. Wir haben das gerade nochmal probiert, das funktioniert so einfach nicht. Also der Bronzespieler kann selbst bei einem 50%igen Handicap beim Masterspieler kann nicht einfach A-Click Worker rush machen, das funktioniert nicht, dann verliert er trotzdem. Okay. Also da diese Angst brauchen also die Masterspieler, Dia-Spieler, was auch immer man da hat, braucht man nicht haben. Aber trotzdem ist es natürlich eine Sache, die einfach das ganze Spiel über bestehen bleibt. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, also 50% wäre wirklich eine Hausnummer. Also es ist schon Wahnsinn. Ja. Aber wenn ich mir das Bracket so anschaue, ich glaube, das haben wir gar nicht so großartig. Genau, wann das Handicap für die Leute, für die Spieler, die jetzt vielleicht noch im Stream hocken, sobald der Ligenunterschied größer als 1 ist, sprich Silber und Gold, kein Handicap. Silber und Platin haben wir einen Unterschied von 2 Ligen drin, muss der Platin-Spieler auf 90% gehen. Silber auf Dia, muss der Dia auf 80% gehen. Okay. Also so soll das mit dem Handicap laufen. Mhm. Aber für die Leute, die mitspielen, ich habe in unserer Gruppierung, MUBCUP, habe ich da nochmal auch eine Grafik zu online gestellt, weil es letztes Mal natürlich auch ein paar Fragen gab, hey, was muss ich einstellen und so weiter und so fort. Okay. Ja. Da sind wir gespannt. Das sieht man so. Ja. Da ist hier die Grafik. Gut, das kann man ja mal ganz kurz zeigen, da springe ich mal schnell da mal kurz rein. Hier sieht man dann auch die Grafik. Der MUBCUP ist hier ein ganz mal öffentlicher Channel. Oder? Da können ja dann die Zuschauer auch mit rein und sich ein bisschen mit uns unterhalten.
Natürlich auch im Genau. Twitch-Channel. Also da bin ich natürlich richtig heiß drauf, wenn dort richtig Chat-Action vom Feinsten da ist. Macht es einfach spaßiger. Und wir werden heute mal probieren, besser wie gestern, was war? Die DreamHack. Also den Channel sprengen wir heute. Die hatten gestern, glaube ich, 23.000 Zuschauer, so in dem Dreh. Und heute wirst du 24.000. Wir schaffen Was 24. ist Okay. nix, wollte ich gerade sagen. Das ist ja kein Ziel, 23.000. Das ist ja, also es Ja, 10 ja, ich muss Viewer haben wir natürlich. schon. Go, go. Ja, die Anzeigetafel und da unten mit den 10 Viewern, die hängt ja hinterher, weißt du? Das ist ja nicht, das heißt ja auch 10k. Das sind ja nicht 10, das sind ja Stimmt. 10k. Jetzt verdammt, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, dann, sau gut. Dann kann es ja nur besser werden. Gut. Ja, wir warten dann jetzt eigentlich nur noch auf das erste Game, auf den ersten Invite. So, dann gebe ich mal offizielles Go, dass sich die Spieler finden. Die Brackets haben die. Also, das ist eh so, es findet sehr, sehr viel eigenständig statt. Deswegen gehe ich auch hin und aktualisiere quasi wirklich in jeder Sekunde das Bracket, dass jeder auch wirklich sieht, wann er wieder gegen wen spielen kann. Okay. Und dann würde ich von den Gruppierungen und mal auch von den Leuten, die natürlich da sind. Dann gucken, wer wäre mal interessant. Ja, schauen wir auch mal kurz ins Bracket rein. Ja, Was gibt ein interessant wäre Winner-Loser-Bracket es. übrigens für die Ja, Zuschauer. genau. Das ist so eine kleine Besonderheit, dass auch natürlich jemand, der jetzt gleich am Anfang rausfliegt, durchaus noch die Chance hat, ins Finale einzuziehen. Wenn wir mal größer werden bei uns, so auch mit dem 16er Crit, dann können wir da auch mal drüber nachdenken. Wäre bestimmt eine interessante Sache. Da brauchen wir aber Game-Admins. Das Ja, einen haben wir ja. ein, der reicht nicht. Ja, für die ganzen Zuschauer, die das Team MUB nicht kennen, ihr könnt natürlich auch gerne mal bei den Jungs auf der Webseite vorbeischauen. Team-MUB.de, komplettes Portal. Nicht nur immer wieder mal Infos aus der E-Sport-Szene, sondern auch der ganze coole Haufen. Auch ein Teamspeak, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischneien oder auch bei denen mitspielen. Na, also, ich glaube, ihr sucht noch ein paar Spieler, vor allem im StarCraft-Bereich. Vielleicht findet sich da jemand, der clanlos ist und sich da einbringen möchte. Ja, so ein bisschen Aktivität mitbringt und Spaß am Spiel hat. Genau, nette Leute sind bei uns immer gern gesehen. Das gilt natürlich für uns genauso wie für andere Clans. Jo. So ist das. Die erste Game-Anscheißer-Dose ist schon leer und der Stream ist gerade mal 3 Minuten an. Oh Gott, das wird heute eine Koffein-Überdosis werden, glaube ich. Ja. Ich hoffe, es wird nicht so heiß wie draußen. Wobei, Wir sind auf dem besten Weg dazu. ja. Studioleuchten bringen ja doch ein bisschen Wärme mit sich. Alter. Ja, aber hier Machine ist ja da schon Quasi sehr nackt. sommerlich angezogen, halb nackt. Du wolltest doch mal ein Bikini tragen, oder? Ja. Aber erst nach der Ja, jetzt wird's Brust-OP. interessant. Heute wäre die Ah. perfekte Gelegenheit gewesen. Erst nach der Brust-OP. Sonst schaut ja scheiße aus. So, und da haben wir den Invite. My Icon! My Icon, wer kennt ihn nicht? Ich erinnere mich dann noch an die Swarmhost-Action im NWL Cup. Gott, war das gut. Und da war er damals noch Trial-Member. Ja. Und nach dieser Action wurde er dann Full-Member. Waren wir da dran schuld? Haben wir Natürlich nur aufgrund das. dessen. Okay. Genau, nur aufgrund dessen. Also, wir hätten ihn sonst rausgehauen, weil wir ihn sonst überhaupt nicht gebrauchen können im Plan. Nein, also hier das erste Spiel mal Icon. Mal Icon ist nämlich zurzeit auch unser amtierender MUB-Champion. Also, er hat zurzeit die Krone. Ihm gilt es also heute diese abzunehmen. Er ist verteidigt sie und natürlich würde ich diese Krone gerne im Clan behalten. Auf der anderen Seite sage ich, Mai, Leute, Spieler da draußen und nehmt sie doch mal aus dem Clan raus. Holt euch die Krone. Bei Icon also hier zur Zeit der Champion Dia-Spieler und beim Gosu, jetzt muss ich gerade mal schauen, spielt er Platin oder was war? Oh, der war sogar mal Master. Saipin war Master, Der war okay. mal Master. Ja, sieh, der Saipin war Master, aber zählt nach unseren Regularien nur als Spieler, weil ich habe gesagt, wir machen diese Handicap-Regelung aus an den letzten, also mit der jetzigen Saison an den letzten beiden, also die und die letzte. Und er war in der letzten, war er dir und von da an haben wir also kein, haben wir gar nichts, kein Handicap, kein gar nichts und können einfach Go machen. Okay. Gut, dann schauen wir, ob die Spieler fertig sind. Ja, Foxtrot Labs ist die Karte, eine neue. Gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Ziemlich spaßige Map.
Wir kriegen jetzt ein ZVP. Jetzt sagt ja der Spieler keine Match-History. Da muss ich jetzt ehrlich gestehen, damit kenne ich mich nicht aus. Game Privacy steht jetzt auf Normal. Da kannst du einstellen, dass keine Match-History erfolgt. Das heißt, keine Ah, Berührung am okay. Anfang. Okay. Oh. Ja, kann sein, dass die Spieler einfach nicht wollen, dass ihr Game mitgelockt wird. Ja, genau. Und dann muss er dann noch. Ja. Er hat mich verklickt. Okay. So, da läuft Damit der Counter. starten wir, also zumindest hier von der Streaming-Seite aus, mal unseren dritten Mupp-Cup. Ab-Cup. Und ich hoffe wirklich, dass es genauso toll wird wie die ersten beiden Male, die wirklich Spaß gemacht haben. Kriegen wir hin. Ob sie Ja, da bin ich ganz spielen kriegen, zuversichtlich. weiß So, Foxtrot Labs, eine Vierspielerkarte. Ich glaube, alle Spawn Positions sind möglich. Cross Only gibt es in der Leather Edition, soweit ich weiß, nicht. Ja, hätte ich jetzt auch gemeint. Habe ich die Tage noch irgendwo gelesen, da hat einer im Blizzard-Forum ganz interessanten Link, nämlich von Liquibedia, geschickt, wo nämlich das auch aufgeführt ist. Und ich meine, auch in dieser Saison gibt es keine feststehenden Spawning-Positionen bei vier Spieler-Maps. Da werden wahrscheinlich dann die Spezialkarten für Dreamhack, WCS etc. pp. Dann soweit sein. So, da sind wir jetzt im Spiel. Rechts oben auf Foxtrot Labs vom Team Up. My Icon, Eiszerk. Ja, links oben vom Team Gozu, der Spieler Saipan als Brotos. Ja, die hauen sich jetzt hier mal schön auf die Fresse, würde ich sagen. Ja, aber Gleich hoffentlich Cross. richtig. Ja. Ja, My Icon als amtierender Champion. Da muss er jetzt abliefern. Das ist jetzt noch ein BO1 in der Round of Genau, 16. Ja. genau. Bist du nicht mit meiner Kamera mit deiner auf meiner, weil ich bin auf deiner. Ja, Das was du bist kannst bei dich mir. Okay. einfach an mich Okay. ranhängen. So, ja, Okay. Machine hängt auch bei mir dran. Wunderbar. Ich hänge. Du hängst. Oh Gott, jetzt wird es sehr warm. Es ist schon warm genug. Du musst dich noch kuscheln. Ja, standardmäßig noch alles hier. Fleißig Worker hier, die Chrono boostet. Pylon vorne an der Choke. Jetzt kommt auch das Gateway. Es sieht nur alles ganz easy aus, aber am Anfang des Spiels kann man eh noch relativ wenig sagen. Aber Scouting Luck von My Icon, der mit dem Ovi auch gleich drüben ist, ist auf einer Vierspielerkarte bestimmt nicht schlecht. Auch hier den Ovi an der Natu. Nur was Besseres gibt es da eigentlich wirklich nicht, als wirklich am Anfang schon zu sehen, was macht der Protoss. Ja. Und es ist die Frage, wie weit My Icon reinfliegt. Jetzt hat er gesehen. Zweiter Pylon auch in der Base. Das heißt, alles standardmäßig, denke ich jetzt mal. Aber wir haben ja den Overrun als sehr guten Protoss-Spieler und auch absoluten Verfechter am Start. Das heißt, wenn hier etwas Ungewöhnliches ist, Schreiber. dann schreit er. Wir sind nur zum Entertainen hier. Ich kenne mich nicht aus. Ja, Exe. Ganz normal safe gespielt, Pool first, jetzt auch das Gas. Bisschen spätes Gas, wie ich finde. Aber ist okay. Aufgrund der Gate Expansion könnte man als Zerg natürlich dem Protoss direkt unterstellen, dass der entweder einen frühen Echweg einschlagen will oder einfach einen Gateway Push raushauen will, der einfach bei der Gate Expansion um einiges eher kommt als bei der FFE. Mal schauen, wie mal Icon drauf reagiert, weil die Gate Expansion sollte eigentlich hinsichtlich einer frühen dritten ein bisschen vorsichtig sein lassen. Also man kann natürlich auch mit einer frühen dritten einen frühen Gateway Druck abwehren, aber ist sehr, sehr schwierig. Okay. Schau mal, Erst in die Linge, gehen jetzt hier direkt raus, wollen die Probe gleich abfangen. Oder? Nein? Kein A-Klick. Ja, und jetzt kommt die dritte. Ah, Nein, Simon nicht hat sie gesehen. gesehen. Ganz knapp. Ich
wollte schon gerade sagen, Seiten verpasst sein Warp-Tor-Tech, aber jetzt hat ihn gerade angedrückt. Ja. Ja, und kriegt auch von der dritten erstmal nichts mit. Aber auch hier die dritte. Oder? Nein, Schmarrn. Dritte. Ich kenne die Karte nicht so gut. Die zweite. Rillenbär, sie macht zu. Jetzt kommt. Nein. Gottes Willen. Gateways vorne. Macht hier den Durchgang ein bisschen enger. Oh, jetzt macht er ganz zu. Macht es eigentlich Sinn, hier vorne anzusetzen? Weil hier hat man ja doch relativ viel Spielraum jetzt, um von mehreren Seiten die Armee auszumanövrieren. Das ist eh das Problem bei den Maps, die ja in der letzten Saison schon angefangen haben, sich so herauszukristallisieren, wenn man keine Choke mehr vor der zweiten hat und einen ewig breiten Durchgang. Also das sind so Kleinigkeiten, wo es einfach schon ein bisschen den Zerg favert, weil er einfach so wo machen kann. Wenn er einen Schabenpush machen würde, er hat sofort Sicht, er steht nicht erst vorm Hügel. Also schwierig aus Protoss Sicht hier. Oder schwieriger als auf älteren Maps, die man von früher noch kennt, wo man eine Choke hatte, auch vor der zweiten. Mhm. Aber jetzt weiß er zumindest vor der dritten. Und jetzt, ja, jetzt wird er einfach einen Gateway-Push machen, ne? Ja. Zwei Queens an der NATO, an der Main keine Queen, keine Lava-Injection auch möglich, aktuell. Die wären jetzt vielleicht ganz, ganz hilfreich, die paar zusätzlichen Larven. Da ist sie doch. Vor allem, wenn jetzt der Toss wirklich den Push ansetzen sollte. Ja, und... Okay, jetzt gehen jetzt und Maiken hätte wirklich den Push ahnen können, weil er gesehen hat, dass nur ein Gas da ist. Schau mal, was er ausmacht. Hat er hinten schon die Schamhöhle gesetzt? Nee. Kein Roach Warren. Linger Only. Und auch hier nochmal. Ah, den könnt ihr hier vielleicht noch mit abreißen. Da fühlt man sich als Protoss natürlich gegenüber den Lingen immer recht schnell überlegen. Ist aber eigentlich schnell ein Trugbild. Wenn die Linge es schaffen, die Zealots zu surrounden, dann richten die natürlich auch sehr, sehr viel Schaden an. Und hier, klar, Alpen trifft die meines Erachtens richtige Entscheidung. Er zieht sich zurück. Jetzt hat er ein bisschen Zeit verloren. Er hat jetzt keinen Vorteil. Er hängt eher hinten. Er hat keinen Techweg angefangen zu bauen. Hinter knapp 8 Minuten. Mhm. Maiken hat seine dritte. Und ja, jetzt muss man schauen, was Alpen rausmacht. Ja, das sieht ja auch, dass... Ja, der Durchgang dicht ist, Baneling Nest kommt, könnten einen kleinen Baneling Bastard reingeben. Und jetzt sehen wir das, was der Zerg macht. Und jetzt sehen wir auch das nämlich, was Maiken jetzt aufgehört, aber er hätte dann eigentlich die ganze Zeit noch weiter Eklig machen können. Einfach mal die Gates niederreißen. Ja. Ja, aber auf dem Sentry sind hier auch noch, ist auch noch Energie da, Force Fields also noch möglich. Oh, jetzt kommt die Forge, will sich hier wohl dann auch mit Cannons vorne absichern. Gehe ich mal stark von aus. Zwei Stargates gleich fertig. Stellt sich in der Main. Ja, und geht jetzt hier auf Phoenixe. Okay. Ja. Mal kurz ein Scouting-Phoenix rüber. Phoenix natürlich zum Harris eine wundertolle Sache. Das Stargate-Play des Protoss hat ja eigentlich gleich drei Vorteile. Du klaust dem... Oh, da haben wir... Da geht er rein, genau. Jo. Da ist er drin. Ja, und drin steht er in der Base. 67 zu 48, jetzt 90. Drückt der weitgängige Nachfoto und Overcharge muss gezündet werden. Aber würde ich jetzt nicht drauf bleiben. Die Eco-Line geht eh schon jetzt ein bisschen weg. Wunderbar. Begleitet von Zerglingen. Oh, richtig schön. Ah, das ist natürlich jetzt ein ganz, ganz bitterer Schaden, der jetzt rausgeht. Aktuell kein Income mehr. Und auch nicht Energie für einen weiteren Photon Overcharge. Da fällt die gesamte Eco-Line. Stackt sie jetzt natürlich hier wunderbar auf das Patchfeld. Damit hier nicht alle gleichzeitig rausgenommen werden können. Oh, und das ist ärgerlich. Und da hat sich Seiten noch ein bisschen verklickt. Da hat er klar sich gedrückt. Er wollte den Pulsarstrahl aktivieren. Ist die Frage, ob das Oracle nochmal was ausgemacht hätte. Aber dennoch leider zum Schluss leider noch der Missklick von Seiten. Und hier nur die Klarsicht, die aktiviert wurde. Ja, und dann zum Schluss noch der eine Baneling, der noch dabei war, platzt in der Eco. Das war's dann. Tja, so schnell geht es. Ja, schnelle Dritte gespielt, bisschen greedy, aber hat's ganz gut umgedreht. Schönes Spiel. Das ist das Problem, wenn man so einen Push versucht, auf so einen Push spielt und wenn man dann ewig weit hinten ist, weil einem ja der Techweg eigentlich komplett fehlt. Das ist jetzt wirklich schwierig. So, damit haben wir das erste Weiterkommen in der Winner, also im Loser.
Bracket. Ja, so Ling Baneling Only sieht man jetzt auch nicht mehr jeden Tag. Tja, why not? Finde ich gut, verliere ich immer dagegen. Wenn man es dann doch mal sieht. Ja, aber mein Icon hat gewonnen. Jetzt fällt es mir erst Yes. ein. Super. Ja. Geiles Ding. Ja, wir wurden jetzt im Chat auch gefragt, ob Networks Gaming ein Clan oder nur eine Community ist. Aktuell sind wir nur eine Community. Clanmäßig selbst. Wir haben zwar einen Clan in Diablo 3, ganz groß in Anführungsstrichen, und so ein Pseudo-Clan in StarCraft, also eigentlich noch nichts Gegründetes. Haben uns aber schon überlegt, das Ganze mal zu machen, aber wirklich auf einem ganz, ganz, ganz niedrigen Niveau, also keine Clan-Kasse oder solche Sachen, wie man es jetzt klassisch kennt, sondern wir hocken uns einfach nur zusammen, zocken ein bisschen, machen ein paar Cups und das war's dann eigentlich. Also nicht jetzt halt groß auf Turniere ausgelegt oder irgendwelche Clan Wars. Wir lassen uns von Mob kaufen. Ja, genau. Das wäre doch was. Bei uns hängt die Kohle. Ja. Ja, wir müssen erstmal den Deal mit Team Liquid abschließen, und dann mal gucken. So sieht's aus. Aber wir beide haben vorher eh beschlossen, wir werden hier die Brocaster. Oh ja. Pro Gaming kann ja jeder. Ja, Brocasten nicht. Ja, aber vielleicht gibt es ja wirklich mal noch den Punkt, wo wir sagen, okay, jetzt machen wir einen Clan auf. Wird jetzt eh gerade alles so ein bisschen mehr auf E-Sport ausgelegt bei uns. War Ist ja auch der Sport richtig. nicht so. Dann mal gucken, wo die Reise hinführt. Oh ja. Aber wir haben unseren eigenen Energy Drink. Soweit sind wir zumindest schon mal. Ist wirklich, habt ihr euren eigenen, oder? Ja. Der Gamer-Scheißer ist von uns, genau. Ja, wo ist jetzt hier der Link zu eurem Shop? Wo kann man den Ja, bestellen? der Shop, der ist noch nicht, also eigentlich ist er online, aber noch nicht frei zugänglich, da das Gewerbe noch nicht angemeldet ist. Das wird aber geschätzt bis zum September alles durch sein. Und dann gibt es da auch ein bisschen Merchandising, wo man uns unterstützen kann, weil wir aktuell ja auch Ja. keinerlei Einnahmequellen haben. Das ist rein just for fun. Und ich finde, es sollte auch nicht zu kommerziell als ausgelegt sein. Das hat schon gewisse Portale einfach mal den Ruf gekostet. Um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber da möchte ich jetzt nicht zu sehr abdriften an dieser Stelle. Aber wir haben Ausgaben. Mhm. 10 Euro pro Ja. Cup. Ja, die zahle ich einfach mal so aus meiner Tasche, weil ich Bock drauf habe. Jo, und die Server. Und die Server. Und, ja, aber ist okay. Jeder braucht ein Hobby. Ja, So, im Chat dann. ist schon was los, ein bisschen. Schön. Schau jetzt mal gerade, was wir uns jetzt angucken könnten, wo wir denn eine interessante Spielpaarung hätten. Wir hätten ein etwas groß auseinanderklaffendes im Winner Bracket. Dort könnte Sapphire als wirklich solider Masterspieler hätten wir gegen Columbo. Columbo ist, glaube ich, Gold. Das wäre mal etwas. Das wäre mal etwas, wo man mal Unterschiede sehen könnte, wo also nicht so ganz, kein ganz so ausgeglichenes Match. Weiß ich, ob wir sowas mal uns anschauen Na klar. wollen. Wäre sicher mal interessant, weil ich das mit dem Handicap ehrlich gesagt auch noch nie probiert habe. Und das war genau Ich finde das ist die. das Dann eine mache ich die interessante einfach mal Sache. auf. Dann schreibe ich das da schon mal. Ja, und Was haben wir es wäre dann auch das gesagt? erste Ja. BO3. Ja? Aero 8 im Winner Bracket. Oh, das ist jetzt Catalina, damit fangen wir an. Dass die vor dem Streambildschirm nicht langweilig wird. Wir sind ja mit Schwitzen beschäftigt. Ja, Cry und Udorn Ja. sind auch weitergekommen. Sind ja auch schon bekannte Gesichter von den NWL Cups. Kämmer. Ah, Sapphire, der spielt gerade noch, sehe ich. Bin kann. Ist der schon im ersten Game drin? Ah, das erste Game vom Sapphire war ein Free Win. Oh. Ist Chronox nicht aufgetreten? Ja, genau, leider nicht gekommen.
Ah, jetzt schreibt er mich an. Ah, das ist zwei dumme ein Gedanke. Dann kannst du doch gleich weitergehen. Ja, an dieser Stelle sagen wir jetzt aber auch noch ein dickes Hallo in den Chat raus. Ne? Ja, hallo Chat. Wir sind zwar schon drauf eingegangen, aber hallo Chat. Hodor. Hodor. Das hat sich ja irgendwie ganz, ganz böse entwickelt. Ne? Aus mal so einem Blödsinn raus. Ja. Aber ist doch schön. Auch gestern im Chat der Dreamhack habe ich gehört. Ich habe es hingekriegt, man glaubt es nicht. Ein Stein zum Rollen gebracht. Das muss man sich mal vorstellen. Weiß ich nicht, 23.000 Viewer. Dann gehst du da hin, guckst du das an und schreibst einfach mal Hodor in Chat. Und dann ging das 5 Minuten lang. So, da kommt der Invite. Catalina in der Leather Edition. Und jetzt müssen wir also rechnen. Das muss ich gerade mal, was ist eigentlich? Könnte man eigentlich den Sapphire jetzt schon als Highmaster, weil wir gesagt haben, wir machen quasi Highmaster als eigene Liga. Gucken wir mal, wo der Sapphire jetzt so gerade steht. Rang 31. Schauen wir mal in die Leiter rein. 14, 19. Warte mal, aber Normalmaster, okay. Das ja. Heißt, 80%. Gerade habe ich verrechnet, Gold zu Platin wäre nix, Gold zu dir wäre 90%, Gold zu Master wäre 80%. Genau, jo. Habe ich da, oder habe ich es jetzt in der Nervosität genau. Nicht falsch gemacht? Absolut richtig. ZVP. Sapphire gegen Columbo auf Map Catalina. Was ist euer Lieblingsmatchup? Boah, also allein zum Spielen. Also ich spiele gerne gegen Toss, also TVP. Damit komme ich besser klar als Mirror Match oder gegen Zerg. Zerg ist aktuell mein absolutes schlechtestes Matchup. Also ich verliere auch immer gegen Banelinge. Das habe ich nicht raus. Ich kann auch nicht wirklich Mech spielen. Deswegen fange ich jetzt auch an Random zu spielen, um einfach mal das zu spielen gegen Terran, was ich sonst immer verkacken würde, um einfach zu sehen, wie wären dann die besseren Spieler das ab. Aber man muss dazu sagen, ich spiele auch nicht so ernsthaft. Möchte aber irgendwie. Ja. Aber irgendwie fehlt mir immer wieder der Antrieb. So, und da sind wir im Spiel. Bottom right. Ein Zerg namens Saphir. Und Mitte links Columbo, der Toss. Oh, auf Catalina. So. Und bei Columbo ist es vielleicht ähnlich wie letzte Mal bei My Icon. Also Columbo hat es auf unseren Clan aufmerksam geworden, weil ich auf die Ansuche eines anderen Users geantwortet habe und da kam er meins, der ist noch gesagt, er schaut es mal ein paar Tage an. Und hier können wir natürlich gemeinerweise auch wieder sagen, er kriegt nur eine Chance, wenn er hier weit kommt oder das Ding gewinnt. Gell? Das kann man auch so zur Grundregel machen. Ja, für jeden neuen Schwalm macht man einen eigenen Mubkup. Ja, also dann muss man sich jetzt hier bei Columbo hier vorne noch ein Mub-TM davor vorstellen. Genau, sofern er ja auch will. Vielleicht will er ja gar nicht, gell? Mhm. Aber beschnuppern wir uns mal und ich denke mal, der erste beiderseitige Eindruck ist recht gut. Und da schauen wir mal, was da kommt. Wenn er jetzt einen Master über 3 Spiele verhaut, dann steigt er gleich als Full-Member. Nee, das wäre zu krass. Co-Leader. Ah, schön. Ja. Beide scouten in die falsche Richtung. Ja, das Doofe ist wirklich bei diesen neuen Maps, weil ich auch wirklich nicht mehr aktiv spiele, ich kann dann nicht so richtig schlau tun, weil ich von diesen neuen Maps einfach gar nichts weiß. Ja, 15er Pool. Ganz Standard. Schauen wir mal, wann er rausgeht, um die Echse zu bringen. Schätzungsweise bald. Ja, mit den Maps selbst. Ein bisschen habe ich sie schon gespielt, aber auch noch nicht studiert, sage ich mal, um zu sehen, wo man jetzt halt hier gut was verstecken könnte, welche Rassen dann auch favern. Ja, jetzt soll es wohl hier rausgehen, die Hedge zu setzen. Kriegt sie auch ohne weiteres durch, wird hier von der Probe nicht abgehalten. Die guckt sich erstmal die Main an, sieht den Pool. Oh. So, was gibt's hier hinten? Pylon an der Eco, Gateway, Double Gas. Wird wohl mehr Richtung Tech gehen. Kein Wall-In. Mutig gegen Sir. Da scheiden sich ja die Geister. Also ich persönlich bin seit Hotz auch kein Fan mehr des Wall-In. Seit man gerade gewall-int,
man hat nachher gesehen, etwas im Midgame oder wenn so ein Push kommt, dann bringt es fast auch nichts, wenn man da nicht wirklich reagiert und schnell noch was reinwarpt oder mit einer Probe, die eh schon da ist, noch schnell einen Pylon baut. Und wenn zum Beispiel jetzt der Zerg sich entscheidet, auf Mutas zu gehen, muss ich ewig lang durch diese Schlangenlinie, die Gebäude da bilden, muss ich mich durchschlängeln. Ja. Ich habe die Probleme, ich kann nicht auf meine Nexus-Kanone zurückgreifen. Mhm. Und drei Punkte gab es, als ich fit war, wusste ich es noch, einen dritten Punkt gab es. Ich persönlich bin kein Fan vom Zuwollen. Okay. Aber es ist Geschmackssache. Es gibt auch viele Pros, die wirklich sagen, ne, die wollen zu. Ist Geschmackssache. Nur ich sage halt, es ist nicht falsch. Man kann nicht sagen, es ist falsch, nicht zu wollen. Ja, ich habe da schon öfters gegen verloren, wenn ich nicht gewollt habe. Gut, wobei Protoss natürlich da auch nochmal ein bisschen anders zu spielen ist. Ja, auf alle Fälle. Genau, dieser Gedankengang gerade fürs Protoss-Play. Zumal es auch der dritte Grund war der Six-Pool. Ich tue mich viel leichter, an Six-Pool abzuwehren, wenn ich das Gate an meinem Nexus habe, weil dann auch sofort der Zealot da ist. Mhm. Der stellt sich zwischen die Mineralien, zwischen die Sonden und verteidigt mit den Sonden zusammen. Oh, jetzt hier der Columbo X trotzdem. Das finde ich jetzt gut. Das finde ich. Ja. Schön. Aber Sapphire hat immerhin einen Zealot, einen Pylon und eine Probe erwischt. Oh, Columbo lässt sich nicht beeindrucken. Der Trade war wirklich, also wirklich nicht gut ab. Das war jetzt also nicht nervös geworden. Trotzdem geäxt finde ich jetzt echt ganz toll. Schön. Ja. Die dritte. Speed und die dritte hinterher. Hat jetzt hier ein bisschen Schaden gemacht. Hat auch gesehen, die Echse kommt. Ja, richtige Reaktion, gleich die dritte zu nehmen. Will sich den Eco-Vorteil definitiv behalten. Was ja auch als Zerg Sinn macht. Ist ja auch aktuell nicht mehr im Gas drin. Mhm. Hat hier bloß Gas gesammelt für Speed. Das zur Hälfte durch ist. So, jetzt wird zugemacht. Jetzt hier vorne komplett. Na, hier, glaube ich, kommt man noch vorbei. Also auch hier ganz klar das Zeichen vom Zerg, vom Sapphire, dass er kein Brühen echt irgendwo einschlagen will. Vielleicht macht er nochmal einen Speedling-Run bei, aber letztendlich ganz klar das Zeichen durch die dritte und die Drohne aus dem Glas. Hey, ich will mal wirklich jetzt auf Mineralien, ich will auf Eco gehen. Ja. Ist da jetzt noch offen? Kommt man da? Ich kenne die Maps wirklich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber... Weil rechts neben dem rechten Gate... Könnte eng werden. Mm. Könnte man mit dem Rillenbär sie testen. Man kann nur... Wie angesprochen. Ja, ja doch. Ah. Das geht. Hat er freigelassen. Schön. Das hätte schief gehen können. Und da kommt der angesprochene Speedling Run bei, den ich persönlich liebe. Den ich liebe. Ich liebe diesen Run bei. Ja, du spielst Shit. Das ist ärgerlich. Au. Das ist ärgerlich, dann ist da noch eine Lücke drin. Schade, so schön reagiert. Ja. Und dann durch diese beschissene Lücke. Ja, Photon Overcharge jetzt gezündet. Die Gates könnte man noch aufklappen. Ja, macht er jetzt auch. Braucht hier den Bob-In. Die Cannons werden fertig. Allerdings. Der Nexus, der wird es nicht überleben. Es kommt die Cannon auch nicht hin. Ja. Schade. Schade. GG von Columbo. Weiß nicht, ob nicht vielleicht ein bisschen übereifrig. Hätte man vielleicht noch halten können, aber gut, die dritte Base war beim Zerg draußen, die ist auch voll gelaufen. Spätestens im Makro-Game hätte das verloren. Aber wirklich gut reagiert, trotzdem wirklich da in einigen Situationen, die brandgefährlich waren, richtige Entscheidung getroffen, ruhig war. Es ist aber wirklich nur, dass dieser blöde Peilentacken falsch stand. Mhm. Aber die Lücke leider noch offen. Und ich glaube, auf dem Sentry war auch nicht mehr genügend Energie für ein Force Field. Schade. Ja, aber wir haben ja noch ein Game. Jetzt, mindestens eins. Genau, jetzt warten wir auf die Mapwahl vom Columbo. Wo ich jetzt gerade wieder aus dem Spiel raus bin, was ich blöd finde, und ich meine, das war nicht immer so, wenn wir jetzt aus dem Spiel rauskommen und gehen wieder in diesen Map Cup, in den Mob Cup, in die Gruppierung rein, ist der bisher verlaufene Chat weg, oder? Ist das nur bei mir so? Ja, ist so. Spielst du auf D&D? Wenn du ins Spiel reingehst? Ja. Ich glaube, dass es damit zusammenhängt. Ah. Aber das mache ich bei mir auch. Bei mir auch. Ah, okay. Bei dir auch? Bist du D&D? Ja. Gut, also es wird sich Wildwuchs gewünscht, dann laden wir mal euch vier noch ein. Wildwuchs, ich finde die deutschen Namen irgendwie sehr spannend immer. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal StarCraft 2 auf Deutsch gesehen habe.
Das ist eine Weile her. Wahrscheinlich, wo du die Kampagne gespielt hast. Stimmt, Kampagne. Wobei ich es auf Englisch auch nochmal spielen wollte. Was Namen angeht, ich spiele zurzeit auch ein bisschen Diablo, da muss man da ja einfach nur schmunzeln. Also wer sich dort die Namen von irgendwelchen Monstern und Zeugs einfallen lässt, also ich weiß auch, der gehört bestraft bei Blizzard. Ja, Columbo schreibt jetzt auch noch, er dachte, die Wall wäre dicht. War dann wohl auch seine Absicht so. Ja, jetzt. Ja, die Linke sahen das anders. Das ist doch super. Ja, die Linke sagen das anders. So, Handicap ist drin, Zergprotas, okay. Ja, die Linke sagen, den fand ich schön. Sapphire Zerg mit 80% Handicap gegen Columbo, der Toss auf Overgrowth. Und das ist ein Matchbeispiel für Sapphire.